Manche von euch wissen jetzt ganz genau, wo wir sind. Und andere denken sich wahrscheinlich, what the fuck? Wo hat's die jetzt hin verschlagen? Herzlich willkommen zu einer ganz besonderen Episode, die wir euch bis zum Schluss von unserer Bosnien-Serie aufgehoben haben. Wir zeigen euch heute ein Must-Do unter den Motorradfahrern. Also wenn ihr auf sowas steht, ne? Also ihr müsst das nicht machen, aber wer so Lost Places und so historisch angehauchte Sachen mag. Ich glaube, heute trennt sich, ich will nicht sagen die Spreu vom Weizen, aber es kann sein, dass manche überhaupt nicht verstehen können, was wir euch heute zeigen und vorhaben und auf uns nehmen. Also an alle Leute, die jetzt irgendwie ohne Koffer fahren und immer in 5-Sterne-Plus-Hotels unterkommen, die wollen da bestimmt nicht hin. Aber macht euch ein eigenes Bild. Viel Spaß beim Schauen. Viel Spaß. Ratet, wo wir sind. Ich habe keine Ahnung. Das kann jetzt wirklich überall sein. Das kann überall sein. Naja, egal. Willkommen irgendwo in Kroatien. Kroatien. Schatz, was machen wir gerade? Wir versuchen uns gerade an unseren vermeintlichen Zielpunkt heranzuschleichen. Und ja, das funktioniert alles nicht so richtig. Es geht schon mal sehr gut los, ne? Ja. Also über das kleine Ästchen, da können wir, glaube ich, nicht mit den Motorrädern fahren, oder? Keine Chance. Keine Chance. Also die Trailfahrer werden jetzt lachen, die würden da wahrscheinlich drüber fahren, aber mit der Heidi habe ich da jetzt keine Lust. Mit der Passanti wäre es gegangen, oder? Mit der Passanti auf jeden Fall, ja. Da bleibt uns wohl nichts übrig, als umzukehren. Wir hatten ein paar Sackgassen, in die wir reingefahren sind, weil ich unbedingt nach Himmelsrichtung fahren wollte, aber letztendlich haben wir uns dann doch für eine größere Schleife entschieden. Eigentlich. Tja, wir haben einen speziellen Zielpunkt, so ein Must-Have auf der Lost-Place-Liste. Von Motorradfahrern. Von Motorradfahrern, von Balkanreisenden, von Freaks. Genau. Einige von euch kennen es vielleicht, die Celjava Airbase. Die ist direkt an der bosnischen Grenze. Man erreicht sie über die Region Plitvice in Kroatien. Und das versuchen wir jetzt auf unserem Weg nach Bosnien-Herzegowina. Ich glaube, es würde schneller gehen, wenn wir fragen würden, wer es nicht kennt, weil es fast alle kennen. Weil fast alle kennen. Also deshalb dachten wir auch, wir müssen da mal hin und uns ein eigenes Bild machen. Ja, wie erinnerst du dich hier an die Strecke in Kroatien? Schöne Strecke. Vielleicht ein bisschen unspektakulär aktuell, ne? Ja, also haben wir schon schlimmere Sachen erlebt. Also Rückfahrt, Holland, Autobahn. Das war, glaube ich, unspektakulärer. Das hier war schon. Ja, aber klar, gegen das Ziel, was wir vor Augen hatten, war es nichts. Wird auf jeden Fall immer ländlicher, immer kleinerere asphaltierte Straßen. Es wurde aufs Ende zu wirklich richtig, richtig cool. Und ja, Schatz, was finden wir denn da gleich als allererstes? Naja, wenn man sich dem Ganzen nähert, merkt man schon, dass es dünner besiedelt wird. Das spricht schon mal immer für Militär. Dass es halt dünner wird, dass es weniger wird, dass da einfach nicht mehr so viele Leute hin sollen. Was ich allerdings super, super krass finde, nirgendwo hat uns auch nur ein Schild darauf hingewiesen, dass wir uns dem größten ehemaligen Militärgelände von Jugoslawien widmen, dass wir da nicht sein sollen. Wir haben übrigens keine Polizei irgendwo gesehen. Das heißt, uns hat niemand aufgehalten. Also wo genau liegt das Ganze? Das Ganze liegt quasi im Grenzgebiet Kroatien-Bosnien. Da ist der Zugang zu der ehemals größten Militärbasis. Der jugoslawischen Armee. Genau, also unterirdisch gebaut, in den Berg hinein, unglaubliche Kosten, riesengroß. Einfach nur unfassbar faszinierend. Absolut. Weiß nicht, was Flugzeug, mein Schatz. Das ist eine C-47, das ist eine alte Weltkriegsmaschine, die es zuhauf gab und die dann irgendwie ihre Bestände in alle möglichen Herren Länder gefunden haben. Unter anderem eben auch ein paar nach ehemals Jugoslawien. Hammer! Und die ist halt sehr berühmt, weil tausendmal abgelichtet. Die sind dann halt irgendwann genutzt worden, stehen gelassen worden. War sowieso eine schwer umkämpfte Gegend in den 90er Jahren. Das sieht man auch, diverse Einschussspuren, aber der Vogel hat schon länger den Boden nicht mehr verlassen.
Sehenswerte ist vielleicht aus dieser ehemaligen Militärmaschine, die wird jetzt eher als Stickeralbum genutzt. Ja, also im Extremfall könnte man da auch hin mit dem Anhänger und das Flugzeug mitnehmen. Ja. Das ist willst du es dir dann in den Garten stellen? Genau. Das ist bestimmt eine coole Deko, ne? Die könnt ihr nicht verpassen, wenn ihr aufmerksam seid auf dem Weg zur Celjava Airbase. Die ist vielleicht 4-5 Kilometer weit weg. Wenn ihr die Douglas C47 in Ruhe angeschaut habt, übrigens teilt ihr euch das oft mit anderen Touristen, dann biegt ihr hier bitte nach links ab. Ja. Und fahrt immer, immer geradeaus. Willst du da noch mehr dazu sagen? Ihr werdet mehrere Fotos von der Maschine finden. Da gibt es auch Fotos, wo die komplett im Wald steht, komplett also eingerahmt von Bäumen. Bei uns war das komplett alles platt. Und wenn ihr hinter der Maschine dann quasi nach links abbiegt und immer geradeaus fahrt, dann kommt ihr noch an so ein paar kleinen Ortschaften und vielleicht an dem schlafenden Hund vorbei. Und dann seht ihr... Zum Glück hat der nur geschlafen. Und dann seht ihr auf der rechten Seite schon einen Hügel. Ja, Berg wäre jetzt glaube ich zu viel, aber einen Hügel, der sich auftut. Und da ist die Airbase drin. Es ist ja in den Berg reingebaut, also muss es da vorne irgendwo nach rechts reingehen. Übrigens reicht die eben von Kroatien nach Bosnien. Bitte hütet euch davor, da durchzugehen und dann auf bosnischer Seite wieder rauszukommen. Das ist aus mehreren Gründen extrem gefährlich und das ist ein illegaler Grenzübertritt, deshalb macht es bitte nicht. Ja, illegaler Grenzübertritt ist das eine. Man weiß halt nicht, was da aber alles noch so im Boden drin ist. Absolut, genau. Vermutlich nichts. Ich muss es jetzt aber auch nicht herausfinden. Krasse ist halt, da wärst du nie, oh, schön. Das war so ein typisches Motorraderlebnis wieder. Mega. Ganz dicht, so ein Vogel im Tiefstart da drüber. Da hattest du aber schon mehrmals Glück, mein Schatz. Ja, oder die Vögel. Oder die Vögel, eins von beiden. Um so dicht ranzukommen, hättest du schon so viele Sicherheitsschleusen durchfahren müssen. Es nähert sich 300 Meter. Und dann werdet ihr irgendwann merken, dass die Strecke relativ breit wird. Und das sind dann halt die ehemaligen Start- und Landebahnen. Ja, servus. Hi. Aufnahme beginnt. So ein Flugzeug ist halt am verwundbarsten, wenn es auf dem Boden ist. Das heißt, die Airbase ist in den Berg gebaut, um die Flugzeuge halt am Boden zu schützen, damit sie dann halt das Massiv über sich haben. Und die Start- und Landebahnen gehen dann halt raus. So, das ist jetzt erstmal unser Ziel, das gespenstische Innere der Anlage. Schatz, sag doch da mal was dazu. Ja, es ist halt wieder ein typischer militärischer Bau. Unfassbar groß, unfassbar weitreichend. 3,5 Kilometer. Wir haben nur an der Oberfläche gekratzt. Man sollte aber schon gutes Licht mitbringen, wenn man da reinfährt. Das Licht war total verschluckt. Also das ist halt dunkel und stellenweise feucht und mitunter sind auch ganz schöne Löcher im Boden. Also es kann halt sein, dass auch so eine Wartungsgrube mal ist. Wenn man da jetzt meint, ich fahre da mal irgendwie mit einem kleinen Hamsterlicht oder einer Kerze durch und bin auch nicht entsprechend langsam, dann kann da ganz schnell mal das Vorderrad weg sein. Ja, wir sind jetzt nicht so weit reingefahren, das fanden wir auch in Teilen zu gefährlich. Deshalb, wir werden mal kurz unserer Sorgfaltspflicht gerecht und sagen, Achtung, Achtung, nicht nachmachen. Da ranken sich viele Mythen um das Innere, die geben wir jetzt nicht alle wieder. Entscheidet für euch selber, ob ihr das Risiko eingehen wollt oder nicht. Also ihr müsst da schon rein wollen, wenn ihr da nicht rein wollt, solltet das auch nicht machen. Ihr werdet da jetzt kein Bienchen ins Mutti-Heft für kriegen. Wer da reinfährt, auf eigene Gefahr und weil er es halt unbedingt auch möchte.
Siehst du, das war dann hier eine Startbahn. Ja. 500? Hier fahren wir jetzt die Strecken und ehemalige Landebahn und so weiter ab. Ja, das sind halt auch die Zubringer, ne? Also diese Verkehrswege zu den eigentlichen Start- und Landebahnen. Aber da sieht man eben auch, dass sie im Krieg beschädigt wurden, weil wenn du die Flugzeuge am Boden halten willst, machst du halt die Start- und Landebahn kaputt. Und genau das ist hier passiert. Und die Löcher, die da sind, ihr werdet es gleich noch sehen, die sind stellenweise echt groß. Also ach, mit dem 21 Zoll Vorderrad verschluckt euch das Ding. Wir sagen euch jetzt mal ganz kurz ein bisschen was zu der Flugzeugtaverne. Die wurde ab dem Jahr 1957 gebaut bis 1970. Und zwar war das Europas größte Flugzeugkaverne. Ja, sind halt die ganzen Mix stationiert gewesen. Unglaublich viele Flugzeuge drin, Alarmrotte. War unglaublich teuer, weil na klar, das Ding musste halt in den gesamten Berg rein. Also nach heutigen Maßstäben wären das so 6 Milliarden Dollar die das kosten würde. Nach heutigen Maßstäben wird es wahrscheinlich auch 20 Jahre länger gebaut werden. Ja. Mit dem Rückzug der jugoslawischen Volksarmee aus Bosnien 1991 wurde dann die Anlage und die gesamten Pisten mit irgendwie 60 Tonnen Sprengstoff wurden dann gebrauchsunfähig gemacht, also entmilitarisiert. Genau. Übrigens leben hier auch Straßenhunde, braucht ihr, glaube ich, keine Angst vor ihnen zu haben. Hier sieht man auch das Profil dieses Ausschnitts, das ist halt das Höhenleitwerk, was dann das Flugzeug durchfahren lässt. Ja, und hier war gerade nichts los und wir haben die Gelegenheit genutzt und sind direkt nochmal reingefahren. Was machst denn du hier? Hier habe ich mal so ein Sprengloch oder irgendwas gesehen. Also das war wirklich ein Riesenloch und da bin ich dann einfach mal reingekrabbelt, weil einfach um zu veranschaulichen, wie tief das ist. Mhm. Nur, dass man das mal sieht. Also hier sollte man schon aufpassen, dass man hier nicht irgendwie nachts im Suff lang fährt, weil das ist schon tief. Also wenn ihr die Seljava Airbase besucht, bleibt auf den Wegen und fahrt am besten bei Helligkeit oder mit gut Licht. Das Loch da ist das Vorderrad weg. Kennt ihr noch mehr solcher Lost Places, die man als Motorradfahrer unbedingt anschauen muss? Schreibt uns bitte, bitte in die Kommentare. Ihr merkt, wir haben da eine gewisse Offenheit. Ja, es ist halt einfach immer faszinierend, ne? Wenn du so eine Riesenanlage dann siehst und weißt, dass da vor 30 Jahren die Hölle los war. Ist einfach beeindruckend. Also um das chronologisch einzuordnen, das war der Anfang unseres Urlaubs. Wir euch jetzt am Ende. Wir haben es aber jetzt an dem Ende gepackt, weil es schon... An dem Ende. Weil das schon so ein bisschen Special Interest ist. Das heißt, und natürlich dramaturgisch, wenn euch das jetzt gefällt, dann könnt ihr zurück, also quasi ihr könnt Zeit reisen und euch den Anfang unserer Reise mit angucken. Geht einfach in unserem YouTube-Kanal nach unten und schaut euch nochmal Bosnien an. Welcome to Bosnia! Wie geil ist das denn bitte? Wie geht's jetzt weiter? Es geht noch weiter. Wir müssen ja von da aus dann trotzdem noch die Reise beenden. Auch wenn das jetzt der Anfang ist der Reise, jetzt wird es schwierig. Also wir müssen mal aus dem Polen. Da sind die Route dann anders gewählt. Wir sind in Ungarn und nochmal über Tschechien, aber nicht an. Genau. Und was ich eigentlich gemeint habe, wie es weitergeht. Wir waren zwischenzeitlich schon mal auf einer anderen Motorradreise, nicht in Osteuropa, was uns komplett unähnlich sieht. Bleibt gespannt. Genau, ihr Lieben, vielen lieben Dank fürs Schauen. Wie immer. Lasst euch gut gehen und bis bald. Schönen Sonntagabend und ja, ein bisschen kürzer. Die Saison ist in vollem Gange. Das heißt, wir werden uns irgendwo mal wiedersehen. Ciao. Macht's gut, ciao. Und dann jetzt am Ende. Am Ende.